Frage ist, wo geht's jetzt lang? Ach so, ich muss auf W drücken, sonst komme ich hier nicht weg. Wo ist der jetzt lang? Speichert. Geht die Sonne jetzt wieder auf? Das wäre natürlich super. Kann auch sein, dass die Kirche brennt. Ich will jetzt nicht unbedingt durchlaufen. Ach so, da war ja zu. Kann man nicht rein. Nochmal raus. Wahrscheinlich dann daher. Ja, da ist zu. Oh, wie wir es verrammelt haben. Alter, na komm ja. Für so eine kleine, süße Tür, so ein fettes Verriegelungsschloss. Was? Okay, nochmal was zu lesen. Nein. Transfer. Autorisiert. Autorisation für Patient. Ach so, das sind die, die wir gerade vorgelesen haben. 140, 6, 8, 1, ja. Murkoff Psychiatric Systems Mount Massive. Nach Murkoff Art Zeichner Einrichtung ARD. Nicht Art. Ach so, Fernsehen. Warnung, Level Triple Schwarz. Was ist denn das für eine Kombination? Erst schwarz, erst Deutsch, dann Schwarz schreiben, beziehungsweise Deutsch schreiben und dann Englisch oder irgendwie. Sicherheitsprotokoll inklusive chemischer Fixierung, physischer Fixierung und separater adaptiver Überdruckkammern. Sind für die gesamte Dauer des Transfers zu nutzen. Chemische Stimulierung für alle Personal innerhalb von 500 Metern zu den Patienten ist nachdrücklich empfohlen. Kommunikationsversuche sollten als Halluzination angesehen und ignoriert werden. Gesichtsentstellungen sollten nicht als Zeichen von Verlust oder Wahrnehmungsschärfe angesehen werden. Sie sind physisch blind, aber nicht unsehend. Anmerkung: Sicherheitsfreigabe für Projekt Warrider ist nicht gültig für Informationen. Über die Patienten Schrägstrich hoch 315 bla. Punkt 1, eine neue Sicherheitsfreigabe wird ausgeschrieben und ein dementsprechendes Protokoll eingerichtet. Alles klar. Komme ich jetzt von da oder von da? Ne, ich bin da rein. Gucken wir mal noch mal rein. Wie sind die Hörer alle daneben gelegt? Finde ich aber ein bisschen merkwürdig. Machen wir das Klo zu. Wenigstens das. Ja, wo jetzt lang? Ich gucke jetzt erstmal hier. Was laufen.
Unten sind die Tore offen. Also hier müssen wir ja nach unten kommen. Okay. Ah, da ist zu. Das ist auch voll. Wir haben alles zugemacht. Vorher jetzt einfach mal den. Nee, da kommen wir nicht. Da kommt man nicht lang. Also müssen wir die Treppe runter oder was? Mr. Park. How the fuck are you still alive? Let's make a deal. You help me, I'll help you. God, I'm stuck like a pig. Wen hat er jetzt gemeint? Das sah aus wie ein Sicherheitsbeamter da unten und nicht wie Mr. Park. Deswegen fand ich das jetzt mal ein bisschen merkwürdig, mit wem er hier gequatscht hat. Selbstgespräche, okay. Das ist eine Anstalt, da wundert man sich ja nicht mehr über. Gewisse Sachen, nicht? Help me up, please. Ach, er! Dieser Stinksack! Der Sicherheitsarsch! Na, geh weg! Du Drecksack, du! Du verdammtes Schwein! Alter! Du kleines, beschissenes Arschloch, ey! Oh. Oh, da lacht er. Oh Mann. Erst unten rechts das Fuß. Jetzt rammt er uns noch eine Klinge in die Wand, dass wir das noch, dass er eine Stelle getroffen hat, dass wir nicht verbluten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, da hat er seinen Kopf verloren. Alter. Nee, da hat er den Arsch aus. Junge. Den hat er echt gut auseinandergezogen. Wir müssen hier weg. Oh. Sonnenaufgang. Ist das herrlich. Sonne, frische Luft. Schön. Ach, herrlich. Da macht's doch Spaß. Danke, Wallrider, dass du uns den Arsch gerettet hast, ey. Ich weiß nicht, wo Wallrider jetzt hin ist. Aber wir waren in dem Punkt jetzt, glaube ich, das einzige lebende Wesen, aber nicht in der Anstalt. Das heißt, vielleicht kann das hier ja nicht nach draußen und bleibt dann natürlich in der Anstalt drin. Ne? Ihr wisst, was zu unserem Auto, was wir da geparkt haben. Aber die haben ja alles zugemacht, okay. B-67294. Okay, die Tür blinkt, alles klar. Boah. So, noch sind wir nicht safe. Wir sitzen erst im Auto. Da hinten steht was. Da steht einer. Oh nein. Mach was! Der muss hier bleiben. Wow, okay. Scheiße, Wallrider. Also, siehst du, das war der, wo wir. It's not going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Malmassive alive. And we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoics with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, they'll do nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked.
but it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Drücke linke Maustaste, um den Bildmaterial hochzuladen. Wir müssen das also drücken. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Whistleblower. Ja, so wie es aussieht. Ah. Ja, Freunde des geilen YouTube-Sports. Das war jetzt das DLC von Outlast The Whistleblower. Das ist eine geile Musik, auf jeden Fall. Haben sie richtig gut gemacht. Das Spiel hat mir mega gut gefallen. Richtig geil. Das ist so ein Gruselspiel. Also wenn ihr dann noch welche kennt, die genauso sind wie diese. Immer her damit. Immer her damit. Boah, geil. Absolut geil, ey. Ich habe mich am Anfang gar nicht getraut an das Spiel. Und wegen dieser Action, wegen diesem Horror und weil ich mir das vorher bei anderen angesehen habe, wie die das gespielt haben, ich denke, oh Gott, scheiße, und du weißt ja, wie du selbst und bist, wenn die da jetzt schon, dann weißt du nicht, ob du da auch den Weg, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns eigentlich sehr gut geschlagen, denke ich, und dann denke ich mir natürlich, was wie die anderen gespielt haben, ich denke, wow. Aber jeder spielt anders, klarer Fall. Ne? Manche denken halt logisch bei manchen Spielen, wie könnte es weitergehen, wie müsste es weitergehen. Klar versucht man dann auch so ein bisschen extra spielen, Horrorszene mäßig oder Erschreckungsmomente damit einzubauen. Bei mir war das jetzt alles, ja, ich weiß, dass ich Outlast ein, zwei Mal gesehen hatte. Und aber ich konnte mich nicht mehr an jedes Detail erinnern, ja. Und bei diesen Verwinkelungen, wo musst du lang und so weiter, oder diese eine Schreckungs, wo der Typ da auf einmal an der Matratze da beim Knast um die Ecke kam, und dachte, Alter. Oder hinten um die Ecke bei der Mauer, bei der, ich glaube, das war drei Folgen, vier Folgen zuvor oder so. Da komme ich da um die Ecke, da steht auf einmal so ein Typ da, und ich so, boah, ey. Also ist nicht gespielt. Bei mir ist das so wirklich so, wie es war. Das eine kannte ich jetzt nicht. Und ich wusste jetzt auch nicht mehr ganz genau, was vom Whistleblower war und was von Outlast 1 war. Weil die Sache ja war, wo muss ich jetzt langlaufen? Deswegen, ich hatte auch nicht mehr alles im Kopf. Gott sei Dank. Und ich bin auch froh, dass es so ist, wie ich es jetzt durchgedattelt habe. Ich hab's durch. Yes! Da kann ich das Kapitel abschließen. Und ja, da kann ich Wolfenstein, The New Order weitermachen und ups, den zweiten Teil von Outlast 2 bei mir als nächstes geben wird, wage ich zu bezweifeln. Aber schauen wir mal, was die Zukunft noch so bringen mag und ob ihr irgendwelche Wünsche habt, könnt ihr mal unter das Video schreiben. Und somit, ja, ne, mein Fazit ist einfach geiles Spiel, gut gemacht, grafisch mäßig. Handlung, ja, auch nett. Man hätte sich nur vielleicht ein bisschen das ein oder andere vielleicht mehr wehren können oder so. Aber, ja, ich weiß nicht. Erst sprintet er wie ein Parkour durch die Gegend, dann ist er angehittet. So, dann springst du da drüber, dann stöhnt er nicht mal wegen seinem Fuß, ne. Und dann hat er so ein Journalist am Anfang war und er ja auch nur so ein Mitarbeiter, ich weiß nicht, was der für Training hinterzogen hat. Aber der Typ unten mit seiner Kreissäge, das war schon echt mal Psychopur, ey. Alter, der war doch wohl gestört, ey. Und die Entwickler von Outlast, da mal ganz einfach mal, ich grüße euch und ihr habt das ein geiles Spiel hingesetzt. Absolut mega geil. Dieses erste Teil kommt nicht an den zweiten an, finde ich ja zum Beispiel. Alter, Hammer. Einfach Hammer. So, da steht jetzt ein neues Spiel, aber das mache ich natürlich nicht. Hab's jetzt durch, bin fertig, kann es runterschmeißen und dann mir ein neues Spiel suchen. Schauen wir mal, was da kommt. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao mit V, euer Virus. We'll be right back.